Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Mit dabei ist diese Wildsau und Yogi. Hallo Yogi. Hallo Krian. Und Wildsau. Was ist eine Wildsau? Genau gesagt, es sind zwei Wildsäue. Was ich jetzt nicht ganz so gut finde, weil die einen ordentlich mitnehmen können. Bist du schon auf so einer Wildsau geritten? Nee. Das ist schon lustig. Geht das? Ja, wenn sie dich vorne auf ihre Keile nehmen, hast du, dass du auch nicht runterfallen kannst? Finde ich sehr vorbildlich von der Wildsau. Dann treibt sie dich richtig schön durch die Gegend. Das sieht cool aus. Ja, nice. Ja, ist natürlich eventuell ein bisschen schwierig, aber... Ja, aber es sieht cool aus. Also ich meine, das ist natürlich... Ne? Ja. Aber gut. Ich glaube, ich werde die aber erstmal aus dem Weg gehen. Das Alpaka-Lama-Ziegending lasse ich mal in Ruhe. Ist immer so, wir können halt mit den Alpaka-Lama, also generell mit den Tieren erst was anfangen, wenn wir so Netzkanister bauen können. Gehe ich mal von aus. Und für den brauchen wir halt Sprengpulver. Und wir brauchen auch die Fläche dafür. Davon mal abgesehen, ja. Aber ich gehe ja davon aus, wenn wir so ein Tier mit so einem Dings einfangen, dann haben wir das erstmal im Inventar. Wie man es kennt. Eben, also ich meine. Wenn ich ein Schaf mit einem Netz beschmeiße, habe ich es anschließend in der Hosentasche. Wo es halt hingehört. Oh, hier wachsen Pilze, die sind sicherlich lecker. Das sind die guten Wildschweinpilze. Ah, wenn du Mist haben willst, hier ist Mist. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe nur die Schaufel nicht einstecken. Ich habe es auch nicht einstecken. Aber sollte man... Gemüsesuppe-Rezept. Nice. Weg mit dir. Haben wir ja Gott sei Dank noch keins gehabt. Nee, aber sollte man nachher auf jeden Fall abholen. Weil, das Problem, ich werde wahrscheinlich zurückgehen müssen, weil mein Inventar schon wieder so voll ist. Hier gibt's aber auch viel, Krian. Hier gibt's viel. Ich habe nicht mal angefangen, Tiere zu töten. Das ist vielleicht auch besser so. Da ist der Screecher. Der schon Steine holt. Kaum sieht er dich, wird er aggressiv. Räum mich den Unsinn mal aus und... Aha, daneben, du Opfer. Werde dann wohl mal den Mist mit aufsammeln. Nee, ich lauf noch rum, alles gut, du musst mich nicht aufsammeln. Wächter einkriegen? Je nachdem, wo du bist. Nee, ich glaube, es war ein Screecher. Ihr hört euch so ähnlich an. Hi. Ja, ich habe dummerweise natürlich auch keinen Hammer hier zum Reparieren. Ja gut, der ist billig, den kannst du hier schnell machen. Und so bin ich nun eine Ebene höher. Hier kann der Screecher mich mal kreuzweise. Mohohohoho. Mohohohoho. Reparieren kostet aber nur Holz, oder? In der Regel ja. Ja. Das ist Holz da unten. Gerade gedacht, das wäre irgendein Krokodil, Wildschwein, irgendwas. Wo ist er hin? Aber jetzt wird es ja auch noch leiser. So. Das Zeug da rein. Ihi, getroffen. Finde ich noch. Pilze. Waren die hier drin? Nee. Oh. Dann könntest du theoretisch auch direkt die Schaufel mit einpacken. Das war mein Plan. Ach so. Ist ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, wenn ich hier bin, werde ich dann auch gleich die Schaufel mit einpacken und den Mist einsammeln. Ja gut, nur weil du was sagst. Ne? Du hörst mir einfach nicht zu, das ist alles. Ja, nur weil du was sagst. Was ist gerade ein Alpaka? Hallo Alpaka. Oh, Screecher. Da fliegt der Drecksack.
Pfeile für den Notfall, Scharniere bleiben hier, Essen habe ich dabei, Werkzeug, unter Wasser gehe ich vorerst nicht, dann lasse ich meinen Haken hier. Gute hakige Haken. Ich habe übrigens keinen Vogelkopf auf, sondern einen Wildschweinkopf. Ach so, na dann. Ich habe rote Beeren gefunden. Grade. Und eine Kiste. Woo! Einfacher so. Fischeintopf, Krian. Ja, wir brauchen aber den besseren. Ich glaube, den einfachen haben wir schon 30 Mal gelesen. Ja, aber wir kochen ihn immer noch nicht richtig. Von hier überhaupt treffen dementsprechend nicht. Ich gerade neben mir gehört. Bin ganz oben auf der Insel. Ah, nicht ganz oben. Es geht noch höher, sehe ich gerade. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich glaube, ich muss hier hoch und da müsste dann die Höhle sein mit dem Mist. Also einfacher Fischeintopf haben wir, sagst du? Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine schon. Ah. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Ich meine, wir haben nur Gemüsesuppe und Früchtekompott. Nein, Creature, nicht jetzt. Oh, mehr Beeren. Es kann aber sein, dass ich das verwechsel mit dem Spielstand, wo ich mit Hey Hannes gespielt habe. Das kann natürlich sein. Da haben wir nämlich 1000 Mal den Gemüseeintopf. Ja, nimm mal mit. Ja, dabei habe ich ihn jetzt eh aktuell. Aber es geht also ja auch Früchtekompott habe ich weggeschmissen, weil das haben wir so oft. Ja, das haben wir auf jeden Fall öfters mal. Das Problem ist, dass unsere Schaufel bald kaputt ist. Ja, die ist nicht. Das war meine erste Schaufel, die ich gebaut habe. Die Qualität ist jetzt nicht so hoch. Das weiß ich auch selber. Das musst du nicht dauernd betonen, ja? Ja, ich sollte mich bewegen, wenn der Screecher kommt. Der Screecher kommt. Ich will dir gar nichts antun, Schwein. Das Schwein will dir aber was antun. Ja, offensichtlich. Das verfolgt mich auch. Oh, da ist noch ein zweites. Du könntest mich, wenn du willst, schnell nach oben bringen, Schwein. Man nennt mich Mr. Warzenschwein. Da unten sieht man unser Floß. Natürlich auch eine schöne Sache. Gut, dass es keine Stamina in dem Spiel gibt. Ja, das wäre ätzend. Das heißt, ich bin immer schneller als die Schweine. Oder auch nicht. Ich sag, ich bin immer schneller. Ich meine, auf einmal haben sie mich von hinten aufgespießt. Und das Creature kommt jetzt auch noch zu dir. Oh, also. Kommst du hinterher, Schweine? Ah, ihr Lutscher. Also, Schweine. Also, Lutscher nicht, weil ihr seid ja Schweine. Ah, da ist noch ein Schwein. Das hat schon auf mich gelauert. Ja, aber das kann nichts. Dem bin ich auch vorhin weggerannt. Lauf, Krian, lauf! Ah, ein Alpaka. Ziegending. Oh, hast du noch Pfeile? Hallo. Ich habe keine mehr. Hi. Ich habe Pfeile, ja. Du kriegst dafür auch einen Bolzen. Super. Los, gib mir Pfeile. Ich gehe mal hoch looten, oder warst du hier ganz oben schon? Ah, schon alles weggelootet. Sind nur noch Bäume. Ich gehe jetzt mal. Ich brauche neue Pfeile. In den letzten vier sind ja, das kostet aber halt so viel Holz, deswegen. Pfeile? Ja. Ja, aber dafür können wir einen Screecher töten. Ja, und was haben wir davon? Ein toten Screecher. Zwei, super. Zwei Hähnchenschenkel. Ich würde dir sagen, wir lassen es sein und fahren dann weiter, wenn wir hier alles haben. Die Frage ist, haben wir hier alles? Ich meine, oben drauf, also die Bäume würde ich schon irgendwie gerne noch mitnehmen, aber aktuell habe ich halt... Ich habe die Bäume hier oben schon gefällt. Sehr gut. Ich bin direkt durch und habe die Bäume mitgenommen. Ich frage mich halt, ob es hier noch irgendwo eine kleine Möglichkeit gibt, Sprengpulver zu finden. Weißt du, so eine Höhle oder so? Aber hier geht's nicht weiter, okay. Hätte ja sein können. Ja, Screecher nervt jetzt nicht. Ich habe keine Pfeile also mehr, wir können nicht mehr spielen. Ich habe keine Höhle gefunden. Nur halt unten, die habe ich gelootet. Aber ich habe aktuell keine Ahnung, woher es Sprengpulver geben könnte. Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwelche Sachen erstmal. Das Sprengpulver ist nichts, was wir also mit in den Forschungstopf halt schmeißen können. Deswegen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass in irgendeiner speziellen Höhle so Stalagmiten, Stalaktiten sind, die man abbauen kann und dadurch halt irgendwie kriegt man Salz und Sprengpulver oder so. Klingt sehr nach 7 Days to Die. Na ja gut, ich meine Salpeterablagerung halt. So, ich habe die Bäume hier oben mitgenommen. Ich meine auch unten fast alle. Außer Was? die, wo halt die Schweine auf mich gewartet haben. Ah ja, die Schweine. Ich sehe jetzt auch auf Anhieb jetzt nicht so viele Ich andere sehe Dinge. da ein Schwein. Der Vogel wird sich jetzt auf mich konzentrieren, oder? Hallo Schwein. Ja, tust du. Hallo anderes Schwein. Ich würde sagen, dann lassen wir es sein oder willst du halt noch unter Dingen nachgucken? Ja, nee, ich denke jetzt nicht, dass wir die ganze Insel rumtauchen müssen. Also ich laufe gerade einmal so um die Insel rum. Hier leuchtet alles rot. What the fuck? Oh, hallo Schwein. Das Schwein tut nicht gut. War da so roter Nebel bei der Höhle wahrscheinlich, oder? Wir haben ein bisschen was an Schrott unter uns, das würde ich noch mitnehmen wollen, Ja. War bei der nachdem ich Höhle ausgeräumt habe. so eine kleine Base drin, die Höhle, die du gelootet hast? Ja. Ah, dann bin ich jetzt in der Höhle, okay. Hat mich das Schwein ein Stückchen mitgenommen zu der Höhle, aber ansonsten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Schwarzpulver was ist, was man. Sprengpulver, ist ja kein Schwarzpulver, ne? Muss man ja schon korrekt bleiben. Etwas ist, was man finden kann in der Kiste. Mit einer gewissen Drop-Chance halt. Und wir halt einfach hart unlucky sind. Ja, uns fehlt uns halt auch nicht mehr so viel, was wir lernen müssen. Eben deswegen. Wolle müssen wir unterbringen irgendwie. Na ja gut, aber dafür brauchen wir irgendwas, was wir scheren können und das geht ja wahrscheinlich erst, wenn wir es gefangen haben. Nee, hi jetzt nicht. Hat er mich nochmal angesnackt. Essen wir mal hier schöne Mango. Bringt ein Ich bisschen gehe was hier zu mal trinken. unten noch schnell den Schrott einsammeln. Mach das. Oh, da könnte auch noch eine Unterwasserhöhle sein. Das habe ich mir vorhin auch gedacht. Sollen wir doch mal rumtauchen? Zumindest sind hier Treppen. Treppen? Ja, hier so eine Kiste. Sprengpulver, Sprengpulver. Fischereintopf. Also wir haben Gemüsesuppe, Früchtekompott und einfacher Fischeintopf. Ja, Rezept Fischeintopf. Bringst du mit? Und halt Metall und Holz, ein paar Kleinigkeiten halt noch. Ansonsten würde ich jetzt hier nur noch Schrott mitnehmen, das ist Stein. Ja, dann kann die Fahrt ja eigentlich demnächst weitergehen, weil Tiere können wir, wie gesagt, ja noch nicht einfangen. Ich muss uns erst so einen Motor abrauschen. Dann explodiert der und dann bleibt Sprengpulver zurück. Wie es halt so ist. Oh. Ich das erstmal Wahrscheinlich werden messen. wir es an der nächsten Station finden oder so. Das Problem ist halt, wir müssen erstmal die nächste Station finden. Ja gut, wir haben ja Kurs. Ja, das ist ein Argument. So, ich gucke nochmal ganz kurz hier, wo ich jetzt bin, unter Wasser nach. Mach das. Weil hier nämlich noch eine Küstengegend ist. Ja, hier ist Metall. Sehr gut. Und der Hai. Sehr gut.
Ich gehe drauf, wenn du mir nicht hilfst. Ich kann dir nicht helfen. Ja, dann lass mich verrecken. Ja, ich habe keine Munition, ich habe keinen Speer. So, jetzt habe ich Pfeile. Wo bist du denn? Na, da bist du doch. Steht ganz entspannt am Boot. So. Dass der Hai einen angab, aber das ist ja eigentlich normal. Steht ja auf diese Spielchen. Fischeintopf können wir nicht essen. Wir haben keine Milch. Ja, mein Gott. Hört sich jetzt eh nicht so lecker an. Also hätte ich die Wahl zwischen Fischeintopf und gegrillten Fisch. Gegrillter Fisch, it is. Okay, also rechts von uns. Die Frage ist natürlich, wie man das hier orientieren muss. Wir sind da. Ich lichte den Anker. Kann man Kokosnüsse noch grillen zusätzlich? Nee. Ich weiß halt auch nicht genau. Hi. Ich weiß auch nicht genau, wie man das lesen soll, das Ganze hier. Vom Steuern her. Na gut, ich würde so lesen, dass der Punkt aktuell komplett links von uns ist. Also komplett im Westen von dieser Problematik. Oh, und ich brauche ein bisschen Milch in meinem Kaffee. Und wir dementsprechend, wenn wir übers Steuerrad gehen, unser Schiff einmal nach links wenden müssen. Um 100... um 90 Grad und dann geradeaus fahren müssen. Ja, aber das klappt ja nicht so. Ja, das ist ja der Punkt. Also so verstehe ich es aktuell. Watschel, watschel, watschel. Man sagt, hell in die Richtung, natürlich gegen den Wind. Normal, das ist irgendwie immer, aber ich kann beide Motoren anschalten, wenn du möchtest. Dann müssten wir erst drehen. Ja gut, das können wir ja machen, während wir Gas geben. So. Fahren die beiden in die gleiche Richtung? Nein. Aktuell noch nicht, das müssen wir noch umschalten. So. Jetzt ja. So, nehme ich das mal rund. Das sieht auch nach Geschwindigkeit gerade schon aus. So, wir fahren jetzt nach hinter. Und, nee, vor. Warte mal, so dreht sich das. Hinter mich. Treiben wir gerade. Ja, aber Richtung, wenn ich den Motor umdrehe, dann fahren wir auch in die andere Richtung. Soll ich den mal... Nee, lass nur. Wir drehen einfach jetzt von hier aus Richtung Westen. Okay. Ey, das sieht aber jetzt nach Speed aus mit den zwei Motoren. Die hatten wir ja bis jetzt noch nicht an. Das gefällt mir. Aber da guckt der Hai auch ganz schön doof. So, und ich würde es am liebsten straight Richtung Norden richten. Also noch ein bisschen nach rechts. So. Jetzt straight runter müssten wir... Ja, mit ordentlich... Wir haben echt Speed drauf gerade. Ja, das sieht gut aus. Also es kann tatsächlich gut sein, dass man halt pro 100 Platten... Ein Dings braucht. Ein Motor. Ich würde halt fast hier neben noch. Ja, das auf jeden Fall. Also da bin ich auch dabei. Also da zwischen dir und dem Brat und hier neben noch jeweils einen Motor hinmachen. Aber dementsprechend würde ich halt grundsätzlich sagen, dass wir unsere Kajüten hier unten ändern müssen. Das Zeug am besten nach oben bringen. Genau. Also dass wir tatsächlich diese Kajüten hier entfernen sozusagen. Und ich würde auch fast sagen, ich werde erstmal die Planken, wo die Motoren draufstehen, verstärken noch.
dass der Gute nicht auf die Idee kommt, er könnte mal, mal so einen Motor wegsnacken. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Motor nur noch auf einem steht. Fehlen schon wieder Nägel. Tschüss, Insel. Wo ist denn nochmal Batterie? Da unten. Kupfer, Kunststoff und Schrott. Wir haben kein Kuber mehr. Doch, das habe ich nur hier drüben in die Kiste, habe ich die fertigen Sachen rein. Ah, okay. Hier in die. Kupfer, Kunststoff und Schrott. So, jetzt sind erstmal die Planken verstärkt, auf denen der Motor noch steht. Okay. Da drüben wäre eine kleine Insel. Ah, scheiß auf die kleine Insel. Aber die sieht aber wirklich, da sieht nach gar nichts aus. Also nicht mal Holz irgendwie, oder? Ah, doch, so ein Bäumchen ist da schon, glaube ich. Aber egal, scheiß drauf. Also. Ah, verkehrt. Du kommst mal hier weg, du nervst mich. Du kommst weg. Geschwindigkeit. Du kommst hier hin. Ich kann den kompletten Tisch einfach so aufnehmen, gell? Ja, der ist komplett abbaubar. Hi, hinter dir. Ist wieder Holz. Ja. Da fällt mir ein, ich wollte ja auch noch Dings bauen. Neue Anbaubereiche. Aber die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Schaut doch mal beim Krian rein und am Montag um 16 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin euch eine grandiose Zeit. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.